1770 entdeckt der Engländer Cook die Ostküste Australiens und nimmt sie als Neu-Süd-Wales für Großbritannien in Besitz. 1788 Anfang der Besiedelung Australiens durch Weiße. Ansiedlung von fast 800 Verbrechern in der Botany Bay, dem späteren Sydney. Es entsteht die Gefängnisprovinz. 1829 Gründung der Kolonie Westaustralien. Luke Firbeck hat mehr und mehr Führung und Verantwortung für seine Familie übernommen. Er ist mit dem ganzen Trek über die Grenze von Neu-Süd-Wales gezogen, um dort ein geeignetes Siedlungsgebiet zu finden. Westlich der offiziellen Grenze sind sie nun zu illegalen Siedlern geworden. Sie haben sich freies Land genommen, die Grenzen ihres Besitzes markiert und beginnen es zu kultivieren. Dabei treffen sie auf Nora, die mit Tom Chipton, einem entflohenen Sträfling, gemeinsam im Busch lebt. Als Chipton den wertvollen Zuchtbullen der Firbecks stiehlt, macht sich Luke auf die Suche nach dem Dieb. Jedoch vorerst ohne Erfolg. Nora wird mit der Absicht gefangen gehalten, Tom Chipton könne ihretwegen freiwillig zurückkehren. Lieutenant Roberts von der Wachtruppe macht Luke wiederholt darauf aufmerksam, dass er keinen Anspruch auf Schutz und Recht seitens der Regierung hat, dass er sich jenseits der Regierungsgrenze befindet und sich unter Umständen als illegaler Siedler sogar strafbar macht. Während ihrer Anwesenheit im Camp der Firbecks entdeckt Samuel, der Bruder von Luke, seine Zuneigung zu Nora. Oh, alter Saufkopf, lass mich in Ruhe. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Red doch nicht so ein Quatsch. Du weißt, dass ich dich brauche. Du hast immer gut dabei gefahren bist. Nein, ich will nicht mehr. Mach deinen Dreck allein und lass mich zufrieden. Was hast du denn, Luke? Wo hast du das Bild her? Ein Künstler hat damit seine Schulden bezahlt. Ist sie nicht hübsch? Sie hat früher hier gearbeitet. Und er hat ein Verhältnis mit ihr gehabt, hm? Als sie hier war, lief mein Laden wie die Feuerwehr. Wenn Sie wollen, können Sie das Bild kaufen. Auch beim Abfall gibt es noch Unterschiede, glauben Sie das? Und wie? Weißt du, was das für ein Mädchen ist? Red nicht so laut. Sie ist eine Barmieze. Eine kleine, miese Barmieze. Du sollst leiser reden. Sie war früher bei Molly angestellt, hast du das gewusst? Ja, natürlich. Sie hat's mir erzählt. Was macht der Mensch, um zu überleben? 15 Jahre alt und ahnungslos. Sie hat nichts anderes als Gesindel kennengelernt. Hörst du? Aha. Wieso soll ich ihr keine Chance geben? Sie wird dich betrügen, hör, was ich dir sage. Ich mag sie, Luke. Du bist verrückt. Soll sie vielleicht hier neben Jesse leben? Ich will sie nicht auf meinem Grund. Der gehört ja nicht allein. Ich rede mit Vater drüber. Red mit wem du willst von mir aus. Morgen gehen Sie schlafen. Danke, Mister. Ich bin todmüde. Nora? Nora? Diese schlaue Hündin. Oh, diese schlaue Hündin. Dieses hinterhältige Biest ist abgehauen. Sie ist eine Hexe, Mister. Ich schwöre Ihnen, ich habe gut aufgepasst und nicht eine Sekunde geschlafen. Sie können mich nicht beschimpfen, Mister. Es ist nicht mein Fehler. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe immer aufgepasst. Ich würde doch nie meinen Posten verlassen. Nein, nein, Sie können mir nicht böse sein. Es ist nicht meine Schuld, Mister. Ich war immer hier. Halt's Maul! Sie sind sehr freundlich zu mir, aber Sie können mir nicht helfen. Leben Sie wohl, Mister. Musik.
Sam, du wolltest doch die Bäume markieren. Fang nicht jeden Tag eine neue Sache an. Sonst wird hier überhaupt nichts mehr fertig. Ich teile dir ein, Luke. Dann sag's ihm. Erst eine Sache fertig machen, sonst ist das halber Kram. Ich habe Nora gesehen. Sie ist wieder in ihrer Hütte unten am See. Ich sag dir was. Dieser Shipton lebt noch, sie wartet auf ihn. Aber seine Leiche wurde doch identifiziert. Sie sah mir nicht danach aus, als ob sie trauert. Sie wartet auf ihn. Also lebt er. Ich reite zum Parramatta River und sehe mir die Leiche an. Wenn du sie da noch findest. Ich werde ihn finden. Sorg dafür, dass Samuel nicht in die Hütte geht. Er muss nicht unbedingt wissen, dass sie noch in der Nähe ist. Ist mir auch nicht recht. Willst du tatsächlich Shipton suchen? Ja. Warum wendest du dich nicht an Richter Glynn? Er ist doch sehr freundlich zu uns gewesen. Wir haben in ihm einen sehr einflussreichen Freund. Manchmal hast du auch gute Ideen, Vater. Freut mich, wenn du das einsiehst. Warum denn nicht? Oder denkst du an seine dicke Tochter? Du hast doch wohl nicht vor, deinen Sohn mit einem solchen Fettkloß zu verkuppeln, hä? Die Glynns haben einen sehr schönen Besitz, das kann man nicht anders sagen. Und die Mitgift wird dementsprechend sein. Die hat sie auch nötig. Frag doch mal Sam, vielleicht springt der drauf an. Darf ich euch mal stören? Ich hab dir was genäht, hoffentlich passt es. Ich hab ja noch nie sowas gemacht. Schwesterchen, du bist unbezahlbar. Oh, du tust mir weh. Vater versucht, mich zu verheiraten. Gefällt's dir? Ja, sehr. Dann mache ich dir noch eins. Aha. Mr. Furbeck, das nenne ich eine Überraschung. Guten Tag, Mrs. Glynn. Wie geht es Ihnen? Wir haben uns lange nicht gesehen. Meine Tochter Caroline. Können wir mal mit Ihrem Besuch rechnen, Luke? Es würde mich freuen, Madam. Ich bin übermorgen wieder hier, wenn es Ihnen recht ist. Dann komme ich vorbei. Es gibt sicher viel zu erzählen, mein Lieber. Grüßen Sie Ihren Vater. Danke, Madam. Auf Wiedersehen, Miss Caroline. Ich bitte Sie, das ist kein Irrtum. Thomas Shipton. Ich habe es selbst geschrieben, Sir. Und wodurch wurde das bewiesen? Ganz eindeutig. Durch seine Waffe, die seinen Namen enthält. Wir haben zwei Zeugen. Und keine Veranlassung, ihnen zu misstrauen. Die beiden haben die Leiche gesehen und identifiziert. Das müsste wohl reichen. Ich möchte ihn selbst identifizieren. Wenn Sie Ex-Sträflingen trauen, ich nicht. Der Sarg ist schon verschlossen. Meine christliche Pflicht verbietet es mir, eine Ausnahme zu machen. Sie haben die Beweise gehört und das sollte eigentlich genügen. Im Leben sind wir alle Sünder, Sir. Aber Tote unterliegen anderen Gesetzen. Sie haben ihre eigenen Richter. Ich werde nicht zulassen, dass der Verstorbene in seiner Ruhe gestört wird. Er ruhe in Frieden. In welchem liegt Shipton? Die Namen stehen auf dem Deckel. Wenn man mich dabei erwischt, wird man mich umbringen, Sir. Es wird Sie niemand erwischen. Machen Sie auf. Das ist er. Oh.
Das ist nicht Thomas Shipton. Das muss er sein, Sir. Sie irren sich. Wer soll er denn sonst sein? Hier. Danke. Du verschlagener Bastard, wo bist du? Ich sage dir, er kommt hierher. Den kriegen wir nicht lebend, das sage ich Ihnen. Dann warten wir auf seinen Geist. Lass dich nicht sehen. Ich bin vorsichtig, Mister. Ich bin vorsichtig. Ihrem Vater gehört jetzt ein riesiges Gebiet, nicht wahr, Mr. Furbeck? Ja, aber wir sind und bleiben Squatters, Madam. Nur mit dem Unterschied, dass Sie vornehme illegale Siedler sind, ist das nicht etwas anderes? Mittlerweile sind es zu viele, die auf eigenem Grund siedeln wollen. Wohin soll das führen? Wir leiden bald unter Arbeitermangel. Das ist es, was mein Bruder Geoffrey meint, Luke. Es ist ein Wahnsinn, dieses schöne Land so zu verzetteln. Hier ist Land genug. Die Leute sollten hinter den Bergen bleiben. Habt ihr von dem Kerl gehört, der gestern hier geschnappt worden ist, aus Devon? Ein Schmied. Du wirst lachen. Ich kann dir auch sagen, wer das ist. Er kommt aus dem Norden. Hast du die Akten schon gesehen? Nein. Dieser Bursche ist der Bruder von Tom Shipton und heißt Charlie. Ein übler Kerl, man hat ihn gleich eingelocht. Ich nehme an, dass er sich hier mit seinem Bruder in Verbindung setzen wollte. Sind Sie sicher, Sir? Was hätte Charlie Shipton für eine Veranlassung, uns anzulügen? Er kann seine Lage nur verbessern, wenn er ehrlich ist, und seine Lage ist nicht die beste. Es ist also tatsächlich Tom Shiptons Bruder. Es muss wohl so sein, wie wir hören. Richtig. Richter Glynn, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Könnten Sie mir Charlie Shipton ausliefern? Was haben Sie vor, Mr. Furbeck? Was will er mit ihm? Aber warum solltest du das nicht können? Wir haben sehr viel Vertrauen zu Jason. Aber ich frage mich, was will er mit einem solchen Subjekt? Könnten Sie ihn begnadigen? Er ist ja noch nicht mal verurteilt. Aber Papa, in deiner Stellung ist es dir doch leicht möglich, Luke zu helfen. Dann werde ich mir das mal gut überlegen. Sie sind intelligent genug, um einzusehen, dass das in London nicht möglich wäre, Luke. Aber hier draußen liegen die Dinge ein bisschen anders. Habe ich mich richtig ausgedrückt? Ja. London darf nichts davon erfahren. Nein. Sie sind ein schlauer Bursche, Mr. Furbeck. Ich schätze das sehr. Und trotzdem mache ich mir einige Sorgen über das, was Sie da vorhaben. Ich möchte einen Dieb überführen. Tun Sie das. Viel Erfolg. Danke. Ruhe! Ich will kein Wort mehr hören da drin. Sauvolk! Ich soll Charlie Shipton abholen. Befehl von Richter Glynn. Charlie Shipton? Ich bin Charlie Shipton, Sir. Ja gesagt. Ich war der beste Wilderer in Yorkshire. Also, ich soll einen Dieb fangen. Nichts leichter als das. Sie haben mir versprochen, wenn es vorbei ist, dann ist meine Strafe erlassen. Ich bin kein Sträfling. Schlag mich durch, wissen Sie? Und dabei habe ich ein bisschen Pech gehabt. Ich suche meinen Bruder. Der ist hier in der Gegend. Er ist ein netter Kerl. Aber er kommt auch nicht auf die Beine. Tun Sie Ihre Arbeit, dann sind Sie frei. Mach ich, Sir.
Weiter rechts. Noch mehr. Halt! Geht nicht. Ein Stück noch. Wir haben dich lange nicht mehr gesehen, Anna. Kommst du nicht mehr zu uns raus? Nein. Was ist denn los? Nichts. Wie geht's, Luke? Komm doch mit. Jessie hat recht. Warum machst du denn nicht mal einen freien Tag? Was man über Luke redet, würde ich nicht so ernst nehmen. Es wird so viel geklatscht. Wo gehen wir denn da hin? Du legst doch sonst nicht so viel Wert auf das, was deine Mutter dir sagt. Also reite mit Jessie und überzeuge dich davon, ob die Leute recht haben. Ich glaube, es sind nur Gerüchte. Du kannst dich ja mit ihm darüber unterhalten, aber ruhig. Er kann ja machen, was er will. Ich komme mit. Warte. Ja. Ich weiß genau, dass es wahr ist. Meine Mutter hat es mir gesagt. Und der alte Schäfer hat es auch gesagt. Hast du geglaubt, das bleibt geheim? Das ganze Dorf quatscht darüber. Ich habe das Gefühl, ich höre deine Mutter. Du sollst meine Mutter aus dem Spiel lassen. Tag und Nacht steckst du bei dieser Nora und bei uns spielst du den Heiligen. Aber da hast du dich gründlich verrechnet. Mich kannst du nicht reinlegen. Geh doch. Geh doch zu deiner dreckigen irischen Schlampe. Ich halte dich nicht zurück. Zu. Die Wirtshausmanieren deiner Mutter passen nicht hierher. Das sind wir ja nicht gewöhnt. Jesse, glaub mir, Anna, du siehst das falsch. Er hat nicht widersprochen, er hat sich nicht verteidigt. Diese Bestie soll ihn doch in Ruhe lassen. Jesse, glaubst du, dass er sie liebt? Das weiß ich nicht, Anna. Schäfer ist davon überzeugt. Er sagt, er verbringt die Nächte unten in ihrer Hütte. Luke kann machen, was er will. Ich kümmere mich nicht darum, was die Leute reden. Tom ist wieder da. Ich spüre das. Ah!
dreckiger Spitze. Charlie! Tom! Hilf mir! Tom, gib den Arm her! Ich hol dich raus, Charlie. Dieses Schwein, er hat es gewusst und hetzt uns aufeinander. Hier, Tom! Weg! Weg, du Schwein! Du hast meinen Bruder umgebracht! Nein, Tom, nein! Schieß, Morgan! Nein! Tom! Verschwinde von hier.